Hallo und willkommen zu meinem nächsten Pokémon Go Video. Heute mit dem Highlights vom dritten Community Day mit Bisasam, denn man konnte Bisasam fangen. Und gerne ein Like da lassen, um mich zu unterstützen. Und auch gerne mal kommentieren, ob ihr schon ein Shiny gefangen habt an diesem Tag heute. Und ja, das erste Bisasam, was mir begegnet ist, habe ich mit einfach fabelhaft gefangen. Und ich habe es auch direkt bewertet, denn es hatte über 82 plus IV. Das war natürlich sehr gut. Und ja, das Beste, was mir begegnet ist, war eins mit 15 KP, 15 Angriff. Und das habe ich auch direkt entwickelt. Nur leider habe ich die Aufnahme nicht mehr, wie ich das entwickle. Das wollte ich euch natürlich zeigen, aber irgendwie, ich bin der Meinung, ich hätte es aufgenommen, aber ich habe es nicht auf dem Handy gehabt, die Aufnahme, als ich zu Hause alle Videoclips, die ich gemacht habe, durchgeschaut habe. Und das tut mir auf jeden Fall leid, aber ich denke mal, es ist nicht so schlimm, denn ihr habt ja selber bestimmt, wenn ihr heute unterwegs wart, genug Bisasams entwickelt. Deswegen ist das ja nicht schlimm, wenn es heute mal fehlt, ausnahmsweise. Aber ansonsten, ja, noch ein kleines Update zum letzten Video, denn ich war ja wieder im Nest. Ich hatte es ja auch, glaube ich, schon angekündigt. Und es ist definitiv jetzt ein Geweihernest, denn im letzten Video war ich mir nicht sicher, was es für ein Nest war. Und es gibt so ein, zwei Spawnpunkte von Magnetilo, wo dann Magnetilo kommt. Die habe ich natürlich auch alle gefangen und die ganzen Geweihe habe ich auch alle mitgenommen. Und jetzt sind meine Bälle leer. Magnetilo habe ich natürlich wegen der Starmedaille mitgenommen, weil die immer noch nicht bei mir auf Gold ist. Und Geweiher, weil ich halt noch einen Maskeregen entwickeln möchte. Aber da fehlt mir leider noch ein gutes. Und hier war meine Stelle mit drei Bisasams auf einer Stelle. Und deswegen habe ich die natürlich alle mitgenommen. Ich kann auch direkt schon mal sagen, mir ist kein Bisasam geflüchtet. Ihr dürft natürlich auch kommentieren, ob ihr alle Bisasams, die euch begegnet sind, fangen konntet. Und ja, es waren sogar die Lokmodule an dem Park, ich nenne es jetzt einfach mal Park, in dem Nestbereich und das war natürlich gut. Ich bin aber die ganze Zeit eher rumgelaufen, weil ja, an den Lokmodulen kam nichts Gutes jetzt immer. Ab und zu mal, das seht ihr auch gleich in den Clips, gab es mal gute Phasen, aber lieber rumlaufen, habe ich mir gedacht, um alle Bisasams da in diesem Park mitzunehmen. Denn jetzt zeige ich euch im nächsten Clip, ja, ich hatte auch zwischendurch mal in der App Regen, dass hier auch mal ausnahmsweise drei Bisasams an den Lokmodulen waren. Die habe ich natürlich alle mitgenommen. Und ihr seht es ja hier, ein schwaches Bisasam mit WP12. Ich hätte natürlich Sananabeere werfen wollen, aber nee, ich wollte keine Sananabeeren werfen, weil ich dachte, das wäre Verschwendung, weil die so häufig aufgetaucht sind, dass ich eh genug Bonbons kriege, wenn ich die alle so fange. Da brauche ich jetzt nicht Sananabeeren zu verschwenden, weil ich hatte nicht mehr so viele. Und wer weiß, wann als nächstes irgendwelche krassen Pokémon kommen, wo ich dann die Sananabeere brauche. Weil, wenn zum Beispiel jetzt beim nächsten Mal Glumanda kommt, was ja von der Logik her als nächstes dran käme, dann würde ich auf jeden Fall mit Sananabeere versuchen, die zu fangen, dass ich dann noch mehr habe. Weil da will ich auf jeden Fall definitiv ein Glurak mit 100%, falls ich meins krieg, auf Maximum pushen können. Und mein Shiny Glurak, falls ich dann wirklich ein Shiny kriegen sollte, auch pushen können. Und hier seht ihr es ja wieder, leider wieder eins mit WP12. Ja, viele Schwache bekommen. Wie gesagt, ich habe ein sehr gutes, leider kein 100% gefunden. Und ja, das ist halt leider so. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein 100%iges gefunden habt. Und dann vom Lokmodul das Beste, was neben Bisasam da gekommen ist, war ein Stolunior. Und das habe ich natürlich auch mitgenommen wegen der Stahlmedaille. Und ansonsten, wie gesagt, habe ich Geweiher und Magnetilo gefangen. Den Rest habe ich liegen gelassen, weil sonst wären die Bälle noch schlimmer aufgebraucht, wie jetzt eh schon sind. Denn jetzt muss ich wieder Bälle farmen. Ich habe, glaube ich, mit über 110 Bällen angefangen und habe jetzt nur noch circa 50 Pokébälle. Also ich habe da ordentlich reingehauen, habe auch Rauch benutzt, Glücksei benutzt und Sternstück teilweise benutzt und ja, teilweise war ja auch Bisasam geboostet vom Wetter, das hat man auch in den Clips gesehen. Aber leider, ja, habe ich vom Rauch jetzt nichts Krasses angelockt, was ich jetzt hätte zeigen können. Aber wie gesagt, ich habe versucht, das Event so gut wie möglich zu nutzen. Und hier waren mal wieder zwei Bisasams an einer Stelle. Das war natürlich gut. Die habe ich natürlich auch immer gerne mitgefangen. Meistens immer mit großartig gefangen, wie ihr auch in den Clips sehen könnt. Wie gesagt, das sind nur die besten Fänge. Die besten Bisasams, was ich so aufgenommen habe. Und das habe ich dann halt so passend zurechtgeschnitten. Und ja, das ist natürlich schön. Hier habe ich mal auch wieder eins ausnahmsweise bewertet. Habe ich auch zwischendurch gemacht. Und dann die schlechten verschickt. Ansonsten in Ruhephasen, wo mal kein Bisasam kam, habe ich dann die anderen bewertet und die schlechten verschickt. Und die mit über 82 plus IV habe ich dann auch erstmal behalten. Werde aber die auch nochmal demnächst irgendwann aussortieren.
um dann nochmal ein bisschen Platz im Beutel zu schaffen, weil man braucht ja nicht wirklich alle mit über 82, nur die Besten aufheben. Und ja, ihr seht es ja auch anhand der Erfahrung und den Sternstaub, wie ich das gemacht habe. Leider bin ich immer noch auf dem gleichen Level wie vorher. Dafür war das halt zu kurz, das Event. Und ja, ich werde es wohl jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich habe auch ein Shiny Bisasam gefunden und bekommen. Das seht ihr auch später noch im Video. Und ich habe auch mit jemandem da dort geredet, der ebenfalls da versucht hat, Bisasam zu kommen. Der hatte vorher noch keinen Bisaflor gehabt und jetzt hat er sogar ein Shiny Bisaflor, ein normales Bisaflor und zwei weitere Shinies. Und das hat eine Shiny hat er sogar noch zu einem Bisaknost entwickelt, dass er jetzt alle drei in Shiny hat. Ich hatte leider nicht das Glück. Ich habe leider nur ein Shiny bekommen. Und ja, das war halt leider so. Muss ich mit leben. Bei den letzten beiden Events habe ich ja gar kein Shiny bekommen, deswegen war ich schon froh, dass ich überhaupt ein Shiny bekommen habe. Und beim nächsten Event werde ich natürlich auch wieder hoffentlich gut abgehen. Und hier ist das das Shiny. Und ja, man erkennt es wirklich nicht gut, aber es leuchtet ja zum Glück. Deswegen habe ich es erkannt. Direkt mal goldene Himbeere drauf geworfen, damit sie ja nicht flüchtet. Und den Hyperball geworfen. Und ja, der erste war schlecht geworfen. Man ist natürlich sehr nervös, wenn man sein erstes Shiny begegnet, was man noch nicht hat. Aber dann den zweiten mit großartig auf dieses Bisasam geworfen. Das war natürlich überragend. Und ja, ich hab's gefangen. Ihr wisst es ja schon. Ich hab's ja schon vorweggenommen. Deswegen passt das schon. Und jetzt kommt noch das letzte Bisasam zum Abschluss des Videos. Und dann kann ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gerne den Like da lassen. Und ja, dieses Bisasam habe ich auch noch bewertet. Es war nicht gut, aber immerhin shiny. Und ja, ich muss mal überlegen, ob ich meine schlechten Shinies noch irgendwann entwickeln. Muss ich mal gucken. Und das war das letzte Shiny. Ihr seht es nochmal, Wetter geboostet. Und das habe ich damit Himbeere und Superball gefangen. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen und kommentieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video hoffentlich bald wieder. Und mit diesem Fang des letzten Bisasams verabschiede ich mich von euch. Und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.